Wie konnte es nur so weit kommen? Vor einem Jahr fällt Ulrich Dannheim ein Werkzeugkasten auf den Fuß. Eine kleine Wunde. Nicht schlimm, denkt er. Was er nicht weiß? In der Wunde grassiert ein gefährlicher, multiresistenter Erreger. Wer ihn besuchen will, muss strenge Sicherheitsvorschriften befolgen. Der Erreger darf auf keinen Fall übertragen werden. Zuerst habe ich nie den Mut gehabt, da hinzugucken. Aber dann haben die mir gesagt, ja, guck dir das mal an, wie das aussieht. So, und dann habe ich mir dann mal meinen eigenen Fuß angeguckt. Ich kann Ihnen sagen, das sah aus wie so eine Pizza Margherita. Ne? Gelb, grün, rot, blau. Der Fuß ist nicht mehr zu retten. Die Ärzte in Thailand, wo er gelebt hat, bekamen den neuartigen Supererreger nicht in den Griff. Von der Weltgesundheitsorganisation kommt heute eine eindringliche Warnung. Sogenannte multiresistente Keime sind weltweit auf dem Vormarsch. Standardantibiotika schlagen nicht mehr an. We're losing the power of antibiotics more and more. Man kann davon sprechen, dass wir an der Schwelle zum postantibiotischen Zeitalter sind. Dann geht die Sterblichkeit rasant in die Höhe. Dann sterben Menschen an Bagatellerkrankungen. Antibiotika sollten nicht in die Umwelt gelangen. Die dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Die machen alles nur noch schlimmer. Davut Aslan Orlu kämpft um sein Leben. Seit 6 Wochen liegt er schon auf der Intensivstation der Charité. Jeden Tag kommen seine Söhne zu Besuch. Extrem resistente Erreger haben eine Blutvergiftung bei ihm ausgelöst. Davut Aslan Orlu überlebt nur knapp. Jetzt leidet er auch noch an einer Lungenentzündung. Die Kräfte des 56-Jährigen schwinden. Seine Söhne versuchen ihm die Angst zu nehmen. Wir geben ihm so mit dem Körperkontakt eine gewisse Sicherheit. Also, dass er uns sieht, bemerkt, weiß, dass wir für ihn da sind. Professor Deya ist seine behandelnde Ärztin. Ja, hallo. Schön, dass ich Sie treffe. Wie die Erreger in seinen Körper gekommen sind, weiß Professor Deya nicht. Ich würde noch mal einmal kurz mit ihm sprechen wollen. Okay. Herr Anonoglu. Ja, Ihre Söhne sind da. Können Sie noch mal sagen, haben Sie Schmerzen jetzt? Versteht uns, hört uns, oder? Er versteht sehr gut. Das wissen ja, glaube ich, ja, in der Familie auch alle, dass es ein hochresistenter Erreger ist, gegen den wir kein Antibiotikum haben, was noch hilft. Selbst die, die man sonst für diese Ausnahmefälle nimmt. Also wir vertrauen alles auf ihn, dass sie da das Beste daraus machen. Für alle Beteiligten, sowohl für die Familie als auch für ihn, ist es ja immer so, dass er mit der Sorge lebt, dass wir kein Antibiotikum mehr haben und ihm nicht helfen können. Mhm. Das macht einem Sorge, aber leider können wir sie ihn auch nicht ganz nehmen. Alle gängigen Antibiotika haben sie erfolglos getestet.
Jetzt setzen die Ärzte ein ganz neues Mittel ein. Die letzte Hoffnung. Sicher kann man erst sein, wenn ein Patient, würde ich sagen, mobilisiert ist, wach ist, nicht mehr am Beatmungsgerät ist und kein höheres Risiko hat für eine erneute Infektion. Weil jede erneute Infektion, gerade bei diesem Patienten, ihn natürlich sofort bedroht. Und dann ist er schnell wieder in einer Situation, die auch lebensbedrohlich werden kann. Man kann erst im Moment kann man noch nicht sagen, dass er sicher über den Berg ist. Woher kommen diese neuartigen Erreger, diese hochgefährlichen Keime? Christoph Lübbert ist Arzt an der Uniklinik Leipzig und forscht zu dieser Frage. Vor 10 Jahren gab es solche Erreger in Deutschland nahezu nicht. Heute sind es tausende Fälle. Wir können alle möglichen Organe transplantieren, wir können Stammzellen transplantieren, wir können Leukämie heilen und. Das sind unglaubliche Errungenschaften. Wenn wir das alles hinkriegen, aber den Patienten verlieren wegen einer blöden Infektion mit so einem blöden Keim, der irgendwo hergekommen ist, die kommt zum Beispiel über Reisende zu uns. Und das kann man ja auch mit Zahlen ganz konkret untermauern. Wir haben selber eine Studie gemacht, nach der reine Touristen, die die Sehenswürdigkeiten Indiens angeguckt haben, zu über 70% mit multiresistenten Darmbakterien besiedelt zurückkommen. Besonders viele dieser antibiotikaresistenten Bakterien grassieren in Indien. Gleichzeitig versorgt die indische Pharmaindustrie die ganze Welt mit Antibiotika. Forscher behaupten, es gebe da einen Zusammenhang. Wir reisen nach Hyderabad, in die indische Pharmahauptstadt. Dr. Lübbert begleitet uns bei unseren Recherchen. In Indien sterben allein etwa 60.000 Neugeborene an resistenten Erregern jedes Jahr. Über die Nahrung, die Umwelt, über Waren und auch durch Touristen verbreiten sich diese gefährlichen Bakterien immer weiter und kommen immer häufiger auch zu uns. Die Weltgesundheitsorganisation warnt, gegen diese speziellen Bakterienarten sind die meisten Antibiotika wirkungslos. Wir wissen aus Studien und aus eigenen Untersuchungen, dass eben die Rate der Kontamination mit multiresistenten Erregern in Menschen, aber wohl auch in der Umwelt, in der Nahrungskette viel, viel höher ist als in anderen Ländern. Wenn wir das global sehen und wollen den Schlüssel finden, wie wir diese Antibiotikakrise irgendwo in den Griff bekommen, dann müssen wir in Indien gucken. Wir wollen diesen neuen Bakterien auf die Spur kommen. Der Umweltaktivist Anil Dayaka unterstützt uns dabei. Zusammen mit ihm und Dr. Lübbert werden wir Proben nehmen und in Deutschland untersuchen lassen, gegen welche Antibiotika die Bakterien resistent sind. Man nimmt es raus und mit diesem Teil nimmt man dann die Probe. Is the one you take the sample. Dann knickt man es hier einfach ab, put it in and then you can break it here. Verschließt das Gefäß und dann ist es transportbereit. It's ready for transport. Just mark it where you have taken the sample and so on. So we take it from here. Wollen wir gleich hier am Wasserhahn beginnen? In einer Imbissbude am Straßenrand nehmen wir unsere erste Wasserprobe. Wir haben nur 36 Stunden Zeit, dann müssen die Proben ins Labor. Ganz in der Nähe ein riesiges Industriegebiet. Der Verdacht, einige der gefährlichen Keime stammen von hier. Pharmahersteller aus der ganzen Welt lassen in Hyderabad Medikamente produzieren. Hier kommen auch viele unserer Antibiotika her. Nahezu alle großen deutschen Pharmafirmen kaufen hier ein. Hyderabad Cluster,
Hyderabad, die Hauptstadt der Massenproduktion von Medikamenten. So effekthascherisch lockt dieser Hochglanzwerbespot. Unser Motto: minimale Kontrolle, maximale Förderung. Minimum Inspection, Maximum Facilitation. Wozu minimale Kontrolle führen kann, sehen wir am Mussi. In dem Fluss landen Abwässer der Pharmafabriken, angeblich geklärt. Oh mein Gott, das ist ja nur noch Schaum, das ist nur noch Dreck. Es stinkt bestialisch, nach Fäulnis, Kot und Chemie. The wind takes the smell. Mit diesem Wasser bewässern Bauern ihre Felder, erzählt Anil Dayaka. Früher war das mal Trinkwasser hier. Dieser Schaum entsteht, weil hier alles zusammenkommt. Kommunale Abwässer und Abwasser aus der Pharmaindustrie. Und damit wird auch die ganze Umgebung verseucht. Und das Schlimme ist, es wird nicht besser, sondern immer dramatischer. Die Nachfrage nach Medikamenten steigt und steigt. Die Pharmafirmen produzieren immer mehr. Und je mehr produziert wird, desto mehr verseuchte Industrieabwässer kommen hier in diesen Fluss. Für die Pharmafabriken geht es ums Geld. Sorgfältige Abwasseraufbereitung ist aufwendig und teuer. Im Industriegebiet zeigt uns Anil Dayaka einen verdächtigen Abwasserkanal. Es kommt hierher. Es kommt hier raus und fließt dann hier zusammen. In einem offenen Becken sammelt sich die Drecksbrühe. Wenn wir in diesem Wasser Antibiotikarückstände aus der Produktion finden, wäre das hier ein Brutbecken für Supererreger. Denn Bakterien sind ausgesprochen anpassungsfähig. Um zu überleben, können sie Abwehrmechanismen entwickeln. Wenn sie in Kontakt mit Antibiotika kommen, überleben nur die besonders robusten Supererreger. Sie sind gegen viele Antibiotika resistent. Ihre Resistenzen können sie an andere Bakterien weitergeben. Und die Erreger teilen und vermehren sich ständig. Aus einem können innerhalb eines halben Tages mehr als 1 Milliarde werden. Über die Umwelt übertragen sie sich auf Menschen und Tiere und verbreiten sich immer weiter. Das hier ist alles Industrieabwasser. Und das Wasser kommt direkt von den Fabriken? Ja, das ist alles Abwasser aus den Fabriken hier. Wir haben ja eben den Kanal gesehen, durch den die Fabriken Abwasser ablaufen lassen. Es kommt in diesen Bottich und von da fließt es weiter in die Umwelt. Okay. Warte auf, gute Stelle. Stinkt hier wahnsinnig. Okay. Das ist allerdings eine irre Brühe, oder? Das ist ziemlich eklig, ja. Wenn wir jetzt hier Antibiotika finden, Rückstände, ja, dann finden wir vermutlich auch Bakterien, die resistent sind, die hier überleben können, genau. Wir müssen immer 2 Proben nehmen. Eine lassen wir auf Antibiotika untersuchen, die andere auf resistente Bakterien. Nur wenn wir außergewöhnlich hohe Konzentrationen von Antibiotika finden,
wäre das ein starkes Indiz dafür, dass die Pharmafirmen zur Entstehung der Supererreger beitragen. Über das Wasser oder die Nahrung gelangen die resistenten Bakterien auf die Haut oder siedeln sich im Darm an. Bei gesunden Menschen ist das zumeist nicht gefährlich, aber die Keime werden auch weiter übertragen. Und wenn man krank wird oder sich verletzt, können sie gefährliche Entzündungen auslösen. Wenn Antibiotika nicht wirken, verbreiten sich die Bakterien rasant. Sie können zu einer lebensgefährlichen Blutvergiftung führen. Das Continental-Krankenhaus zählt zu den besten Kliniken Hyderabads. Dass immer mehr Menschen mit hochgefährlichen Erregern eingeliefert werden, beunruhigt auch Dr. Gopal. Er sieht einen Zusammenhang zu der nahegelegenen Industrie. Alles hat miteinander zu tun. Die Industrie, wir Menschen, die Krankenhäuser, alles hängt zusammen. Und das wird aus dem Ruder laufen. In ein paar Jahren haben wir hier eine Epidemie dieser Erreger. Seit Tagen wacht der Vater von Sukrut am Bett seines Sohnes. Sukrut ist erst 31. Er war immer kerngesund. Bis er ganz plötzlich die Entzündung mit einem multiresistenten Keim bekommt. Nana? Suku? 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 Babu? Kein Antibiotikum schlägt mehr an. Seit 5 Tagen liegt Sukrut im künstlichen Koma. Ich bin traurig, zutiefst traurig. Mein Sohn macht uns als Familie glücklich. Ich habe ihn in die Welt gesetzt. Er hat sich so gut entwickelt. Wenn ihm etwas passiert, kann ich es nicht ertragen. Ich wünsche mir so sehr, dass er wieder gesund wird. Auf Sukrut ruhen die Hoffnungen der ganzen Familie. Ihr gesamtes Erspartes geben sie für seine Behandlung aus. Seine Frau ist zu Hause. Ich habe sie beruhigt und gesagt, dass es ihm gut geht. Wie soll ich ihr es nur erzählen? Plötzlich schlagen die Geräte Alarm. Die Ärzte müssen Sukrut schnell wieder stabilisieren. Sie ringen um sein Leben. Kann es wirklich sein, dass die Hersteller lebenswichtiger Medikamente zur Entstehung von Supererregern beitragen? Das da drüben ist die Fabrik von MSN. Du musst da an die Ecke. Dort ist der Auslass. Da kannst du die Probe nehmen. Die Firma MSN ist ein wichtiger Partner für viele deutsche Pharmaunternehmen. Knöchelhoher Matsch rund um die Fabrik. Vermutlich Abwässer, denn geregnet hat es nicht. Vieles deutet darauf hin, dass das Wasser aus dieser Fabrik stammt. Denn hier steht weit und breit nur diese eine. Die fachgerechte Entsorgung der Abwässer kostet viel Geld. Sie einfach in die Umwelt zu kippen, ist billiger. In einem Werbespot präsentiert sich MSN umweltfreundlich. Oui. Wir bei MSN haben einen Traum. Den Traum, Gesundheit weltweit zu verbreiten. Aus unseren Fabriken gelangt kein Abwasser. Wir erfüllen strengste Sicherheits- und Umweltnormen. Die Firma MSN exportiert in die ganze Welt und produziert für die größten Pharmaunternehmen. Stolz wirbt sie damit, auch an deutsche Firmen zu liefern und von internationalen Kontrolleuren zertifiziert zu sein.
aus der EU, sogar vom Gesundheitsamt Hamburg. EU GMP certifications and many other major global approvals. Tatsächlich sind Kontrolleure aus Hamburg fast jedes Jahr in Hyderabad. Auch aus anderen Bundesländern und EU-Staaten kommen Inspektoren regelmäßig hierher. Sie kontrollieren, ob die Medikamente für die europäischen Patienten ordentlich hergestellt werden. Ich hätte mir dann auch nie, wenn ich sozusagen meine Tablettenpackung angucke, vorstellen können, unter welchen Bedingungen das produziert wird. All diese Firmen, die wir hier sehen, sind zertifiziert, dürfen nach Europa exportieren. Dieser Zertifizierungsprozess beschreibt am Ende das, bildet das ab, was innen drin passiert, also wie die Medikamente hergestellt werden, der pharmazeutische Prozess. Das, was dann draußen passiert, vor der Fabrikmauer, wohin werden die Abwässer geleitet, wie werden sie aufgearbeitet, sind in den Abwässern Antibiotikarückstände. Das sind Dinge, die sind in der Zertifizierung nicht enthalten. Die Kontrolleure dürfen Umweltfragen gar nicht überprüfen. Es gibt dafür keine Rechtsgrundlage, erklärt uns die Hamburger Behörde. Wir dürfen es und sammeln Proben draußen an den Fabriken. Fast, das reicht. Ja, ich halte es mal, dann können Sie das wegpacken. Das war die 9, ne? Die 9, genau. Gut, super. Rund um das Industriegebiet leben viele Menschen. Sie haben Dörfer und Äcker hier und einen See. Was, wenn auch der verseucht ist? Sind das da Fischer? Ja, die angeln Fische hier. We're catching fish. Okay. Yeah. Anil hat einen schweren Verdacht, den unsere Proben erhärten müssen. Und welche Firmen entsorgen hier Abwasser? Die da drüben. Anil behauptet, die Abwässer würden direkt in den See geleitet. Es geht direkt in den See. Ich bin entsetzt. Es wird unmittelbar greifbar, wie katastrophal die Situation ist. Und es wird auch deutlich, wie schwierig es sein wird, diese Situation zu verändern. Und das ist das, was einen natürlich so ein bisschen entmutigt, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Und ich hätte nie gedacht, dass man so offen in der Nähe, gucken Sie mal hier, hier leben Menschen, ja? Hier sind große Siedlungsräume, dass man einfach offen die ganze Scheiße einfach in den See kippt, muss man ganz salopp zu sagen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Hier lebt die Familie von Sukrut, dem jungen Mann, den wir zusammen mit seinem Vater im Krankenhaus besucht haben. Kein Antibiotikum hat gewirkt. Die Infektion hat sich im ganzen Körper ausgebreitet. Wenige Tage nach unserem Besuch ist Sukrut gestorben. Der Chefarzt hat uns gesagt, dass wir nur noch beten und bei ihm sein können und dass die Ärzte nun nichts mehr tun können. Uns bleibt nur seine Tochter. Sie ist 1,5 Jahre alt. Er war ein so glücklicher Papa. Und er hätte noch mehr glückliche Momente als Vater erleben sollen. Aber er liebt nicht mehr. Sukruts Tochter, die kleine Khushali, ist nun der einzige Trost für die Familie. Vor einer Woche haben sie Sukrut bestattet. Für mich war es unerträglich, mit anzusehen, dass mein Sohn 24 Tage lang nichts gegessen und getrunken hat, sondern immer nur an den Beatmungsgeräten hing. Khushali muss nun ohne Vater aufwachsen. Die letzten Proben auf Antibiotika und Bakterien nehmen wir am Mussi. Okay. Der Fluss fließt quer durch Hyderabad. An vielen Stellen ist er nicht mehr als eine Kloake.
Wenn wir hier die neuen, extrem resistenten Supererreger finden, dann ist das eine Katastrophe. Denn über den Fluss können sie sich immer weiter verbreiten und Millionen Menschen infizieren. Das, was hier passiert, wird am Ende über verschiedene Ketten auch nach Deutschland transportiert. Soll heißen, die Resistenzgene kommen nach Deutschland, die Erreger selber kommen mit Reisenden oder mit Waren über andere Mechanismen nach Deutschland. Und solange wir sozusagen diese Probleme hier nicht lösen, können wir mit den Antibiotika noch so sinnvoll in Deutschland umgehen. Wir haben immer noch diesen Import dieser Problemerreger. Auch Zugvögel können die Bakterien weitertragen. Das wäre ganz nett, wenn wir 36 Stunden hatten wir Zeit, Belege für unseren Verdacht gegen die Pharmahersteller zu sammeln. Jetzt müssen die Proben schnell ins Labor nach Deutschland. Dr. Lübbert wird nach resistenten Bakterien suchen, ein anderes Labor nach Antibiotikarückständen. So können wir herausfinden, ob Pharmafirmen zur Verbreitung von multiresistenten Keimen beitragen. In Berlin geht es Davut Aslan Orlu ein wenig besser. Die Ärzte sind erleichtert. Das neue Antibiotikum hat angeschlagen. Pures Glück. Es ist erst vor wenigen Wochen auf den Markt gekommen. Davut Aslan Orlu ist wach, kann wieder ein bisschen sprechen, wenn auch mühevoll. Er hat 15 Kilo Muskelmasse verloren und ist sehr schwach. Ein bisschen besser. Wie geht's mit der Kraft? Geben Sie mir mal die Hand. Ja, geht so. Können Sie die denn schon anheben? Mal gucken, geht es? Oben bleiben? Ist noch schwer. Haben Sie Schmerzen, Herr Asanoglu? Was tut weh? Die Knochen. Und die Beine und der Rücken. Und der Fuß. Ah ja, der Fuß. Das muss man abwarten erst, okay? Erst muss die Lunge besser sein, dann kann man sich um den Fuß kümmern. Selbstständig atmen kann er noch nicht. Noch braucht er eine Lungenmaschine. Jetzt ist alles gut, das würde ich mich noch nicht trauen zu sagen. Immerhin ist der Patient noch von mindestens zwei Maschinen abhängig. Und Menschen in der Situation, dass sie von Maschinen abhängig sind, viele Schläuche noch notwendig sind, um alle Unterstützung zu geben, die nötig ist. Das Schlimmste aber ist hoffentlich überstanden. Davut Aslan Orlu darf wieder hoffen. Dr. Lübbert ist zurück in Deutschland. Das Labor der Uniklinik untersucht die Proben aus Hyderabad. Die Mikrobiologen testen, gegen welche Antibiotika die Bakterien resistent sind. Sie sehen hier, dass die auch in großer, großer Menge gewachsen sind. Probe 12 ist wirklich spannend, weil diese Probe stammt aus dem Musi River. Das ist das, was in Hamburg die Elbe ist oder was in Berlin die Spree ist, der zentrale Fluss, der durch die Stadt Hyderabad geht. Als die ersten Ergebnisse vorliegen, sind wir noch in Indien. Wir verabreden uns zu einem Skype-Gespräch. Ah, super. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was Sie schon rausgefunden haben. Ja, ich grüße Sie in Indien. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Es ist verheerender als angenommen. Gab es irgendwann mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, naja, gut, das Gott sei Dank, da war es nicht so schlimm, oder war das jetzt quasi eine schlechte Meldung nach der anderen? Sie finden in allen Proben Unmengen von Bakterien, die Unmengen von Resistenzgenen tragen. Und zwar der allerschlimmsten Sorte. Also wenn ich jetzt einen Patienten hätte, der ein Bakterium hat mit einem solchen Resistenzgen, ich müsste den behandeln, bin ich schon in Schwierigkeiten als Arzt. Weil die Antibiotika nicht mehr wirken.
Und auch das in einem Ausmaß und in einem Spektrum, wie Sie es nicht erwartet hätten? Wir finden diese im Reisfeld, wir finden sie im Waschbecken eines Imbissstandes, wir finden sie auf der Herrentoilette des Stadtparks, wir finden sie im Stadtpark selber, wir finden sie im Oberflächenwasser eines großen Krankenhauses in Hyderabad und wir finden sie in extremster Form in dem Musi River. Ja, Sie sagten, der Musi River, da ist es noch am ehesten wahrscheinlich gewesen, weil da so viel zusammenkommt. Wir haben ja ganz viele Proben direkt an den Fabriken genommen. Das zum Beispiel wirklich in diesen Abflüssen aus den Fabriken, die wir untersucht haben, dass es da auch so dramatisch ist, das hätten wir nie so erwartet. Das ist wirklich offensichtlich viel, viel schlimmer schon, als man bisher annehmen musste. Das ist die schlechte Nachricht. Hier will man vor allem gute Nachrichten verbreiten. Die India Pharma Week ist eine der größten Messen der Pharmahersteller in Asien. Indische Firmen gehören zu den wichtigsten Playern bei der Produktion von Antibiotika. Was hier gehandelt wird, das steht später in Apotheken in Deutschland, wird in unseren Krankenhäusern eingesetzt und von niedergelassenen Ärzten verschrieben. Auch MSN präsentiert sich. Die Firma, zu deren Fabrik wir durch Matsch gewartet sind. Das Unternehmen gehört zu den größten und wichtigsten Wirkstoffherstellern. In den Proben, die wir an MSN-Fabriken genommen haben, waren hochresistente Erreger. Die Firma bestreitet, verantwortlich zu sein und zieht unsere Untersuchungsergebnisse in Zweifel. Abwasserprobleme habe es in den 90er Jahren gegeben, heute sei es sauber. Über Umweltverschmutzung spricht hier keiner gern. Wir treffen den Verbandschef der exportierenden Pharmaunternehmen. Die Firmen in Hyderabad kümmern sich sehr wohl um Umweltbelange. Heutzutage legen sowohl die großen als auch die kleinen Firmen viel Wert darauf bei ihrer Produktion. Die Umwelt sollte dadurch nicht verschmutzt werden. Aber wir haben da, wo Antibiotika produziert werden, auch Umweltverschmutzung gesehen. Da muss doch jemand dafür verantwortlich sein. Ja, gut, das könnte so aussehen, aber das ist nicht so. Oder es sollte nicht so sein. Von den Fabriken geht das Abwasser ins städtische Klärwerk. Wir bereiten es erst auf und dann geht es nirgendwo anders hin als ins Klärwerk. Die Fabriken produzieren sauber, betonen die Funktionäre immer wieder und warnen uns. Für Ihre Behauptungen brauchen Sie handfeste, wissenschaftliche Beweise. Genau daran arbeiten wir. Ein Speziallabor untersucht die Proben, die wir nahe den Fabriken genommen haben. Nur wenn wir große Antibiotika-Rückstände nachweisen, können wir belegen, dass die Firmen dazu beitragen, dass Supererreger entstehen. Diese Tests sind kompliziert und zeitaufwendig. Noch müssen wir uns gedulden. Bei der Erforschung multiresistenter Bakterien in der Umwelt ist er einer der führenden Wissenschaftler weltweit, Joachim Larsson. Seit Jahren warnt er vor den Folgen der schmutzigen Antibiotikaproduktion in Asien. Vor 10 Jahren war den Menschen einfach noch gar nicht klar, dass Antibiotika in die Umwelt gelassen werden könnten. Und nun ist die Produktion in diese Länder ausgelagert worden. Wenn die Kontrollen dort lax sind, dann trägt die Verlagerung eben auch dazu bei, dass mehr Abwasser in die Umwelt geraten könnte. Aber das Entscheidende ist meiner Ansicht nach der enorme Preisdruck bei der Produktion von Medikamenten. Das führt dazu, dass sie auf die einfachste und billigste Art hergestellt werden. Ja.
Teuer dagegen ist die Produktion in Europa. Dieses Werk stellt als eines der letzten hier einen wichtigen Grundstoff für Antibiotika her. Die Umweltauflagen sind streng, die Klärung der Abwässer kostspielig. Kommt schnell, rät der Geschäftsführer, kann sein, dass es uns bald nicht mehr gibt. Im weltweiten Wettbewerb kann die Firma kaum noch mithalten. In unseren Prozessen ist unser oberstes Gebot, dass keine Wirkstoffe unsere Gebäude verlassen und nicht in die Umwelt, sprich in die Luft oder in das Wasser, in den Main gelangen. Wenn dieser Preiskampf weitergeht, sehen wir uns außerstande, dieses Produkt längerfristig fortzuführen. 10 Wochen nach unseren Dreharbeiten stellt das Werk die Produktion ein. Der Preiskampf ist verloren. Gewonnen hat einmal mehr Asien. China. Hier werden nicht nur Handys und T-Shirts günstig hergestellt, sondern auch Medikamente. Im Hinterland, in der inneren Mongolei, bauen Pharmahersteller immer größere, hochmoderne Industrieanlagen. Diese Fabrik ist so riesig, dass sie ein eigenes Kraftwerk braucht. Sie allein stellt den Grundstoff für etwa ein Viertel aller weltweit eingesetzten Antibiotika her. Und auch in China haben Fabriken offenbar Abwässer in die Umwelt gelassen. Das chinesische Staatsfernsehen hat den Skandal vor 2 Jahren aufgedeckt und ungewohnt ausführlich darüber berichtet. Das Wasser stinkt nach Chemie. Wir sind hier alle schon ganz benebelt, sagt eine Anwohnerin. Der Verdacht? Die Firmen haben Abwässer illegal entsorgt. Angeblich hat sich die Situation nach dem Bericht verbessert. Überprüfen können wir das nicht. Antibiotika werden nicht nur in immer größeren, sondern auch in immer weniger Werken in Asien produziert. Das hat gefährliche Folgen, auch für uns. Als im Herbst 2016 eine dieser Fabriken in China explodiert, werden kurze Zeit später in Deutschland bestimmte Antibiotika knapp. Bei Lieferengpässen die eigene Produktion schnell hochfahren, das können wir nicht. In Europa gibt es kaum noch Hersteller für diese Wirkstoffe. Wenn wir uns von den wenigen Produzenten abhängig machen und es zu Lieferproblemen kommt, dann ist unsere Versorgung mit lebenswichtigen Antibiotika bedroht. Und die Umweltprobleme kommen noch dazu. Etwa 90% der Grundstoffe für Antibiotika weltweit kommen aus China. Von hier werden sie nach Indien transportiert und in Fabriken wie in Hyderabad weiterverarbeitet. Die indischen Zulieferer produzieren Antibiotika für die ganze Welt. In Deutschland liefern sie unter anderem an Hexal, Ratiopharm und Stada. Das weiß nur kaum jemand. Denn selbst wenn die Antibiotika in Deutschland nur noch verpackt und kontrolliert werden, können die Firmen auf die Packungen einen deutschen Hersteller schreiben. Die Ergebnisse unserer Proben sind da. Auf 17 verschiedene Antibiotika hat der Pharmaforscher Professor Sörgel sie getestet und teils erschreckend hohe Konzentrationen nachgewiesen. Auch in dem See und im Fluss Musi. Eine Probe haben wir in einem Abwasserkanal direkt vor einer Fabrik der Firma MSN genommen. Die Firma, die sich in ihrem Werbespot so umweltfreundlich präsentiert. Hier lag der Wert 5.500 Mal so hoch wie der vorgeschlagene Grenzwert. Also hier haben wir eine hohe Konzentration von Moxifloxacin, also einem Antibiotikum, gefunden, das eben auch in der Natur sehr stabil ist, praktisch kaum abgebaut werden kann. Das ist auch eine erhebliche Konzentration. Je höher die Antibiotikaspiegel waren, desto mehr multiresistente Erreger haben wir gefunden. Das heißt, das Wachstum der multiresistenten Erreger, das wird gefördert, das explodiert sozusagen, das ist wie ein Katapulteffekt. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist in Indien, das ist weit weg, schlimm genug, dass es dort so ist, aber was hat das mit uns zu tun? Nur, das hat natürlich sehr viel mit uns zu tun, weil wir uns ja entschieden haben im Zusammenhang mit der Globalisierung, diese im wahrsten Sinne des Wortes schmutzigen Prozesse zu exportieren.
weil eben beispielsweise die Arbeitskraft günstiger ist, die Bauten, die Technik vielleicht ein bisschen günstiger ist. Wir holen uns das Problem, was wir gleichsam exportiert haben, über den Import von resistenten Mikroorganismen, Reisen, Flugverkehr von Waren und so weiter, holen wir uns das wieder zurück. Die kommen dann irgendwann bei den kranken Menschen im Krankenhaus an. Und die sind dann eben schwieriger behandelbar, als wir das gewohnt waren in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten. Wenn wir das unkontrolliert dort so weitergehen lassen, dann wird es eine Zeitbombe, beziehungsweise ist es schon. Denn was sich hier drin befindet, ist sicher gigantisch. Viele große deutsche Pharmafirmen kaufen in Hyderabad ein. Wir fragen immer wieder nach Interviews, bekommen aber nur Absagen. Schriftlich stimmen alle zu, es sei ein ernstes Problem. Aber wer verantwortlich ist, da weichen sie aus. Hexal teilt mit, sie seien die einzigen, die einen Großteil ihrer Antibiotika noch in Europa produzieren. Für die Mittel, die sie aus Hyderabad beziehen, gelten die gleichen Standards. Auch Ratiopharm und Stada verweisen auf strenge Richtlinien und regelmäßige Kontrollen. Warum wir trotzdem so hohe Antibiotika-Rückstände neben den Fabriken gefunden haben, diese Frage lassen die Pharmafirmen unbeantwortet. Noch ein Gesprächsversuch. Progenerica lädt zum Frühlingsfest. Der Verband vertritt fast alle Firmen, die Antibiotika vertreiben. Ein Mitglied des Vorstandes sagt, aber nicht vor der Kamera, der Preisdruck sei hoch. Die Kassen zahlen nur für die billigsten Medikamente. Aber ja, Umweltstandards sollten Teil der Zulassungskontrollen werden. Die Politik müsse sich darum kümmern. Die Verantwortung wird hin und her geschoben. Die Pharma-Riesen, die diese Produkte kaufen, haben eine Mitverantwortung. Sie können Druck darauf ausüben, wie ihre Zulieferer produzieren. Aber auch andere tragen Verantwortung, und zwar diejenigen, die das Ganze kontrollieren und regulieren können. Er könnte Druck machen, Hermann Gröhe. Der Bundesgesundheitsminister will, dass in Indien die gleichen Regeln gelten wie in Europa und auf dem bevorstehenden G20-Gipfel darüber diskutieren. Dass die Zeit drängt, weiß der Minister. Die Gefahren, die von der Heranbildung von Antibiotikaresistenzen ausgehen, die sehen wir nicht. Es ist gleichsam eine schleichende Katastrophe und deswegen ist die Gefahr, dass wir sie nicht ernst genug nehmen. Gröhe fordert das Umweltministerium auf, für Kontrollen in Indien zu sorgen. Das Gesundheitsministerium sei nicht zuständig und könne nur beraten. Wir handeln dadurch, dass wir jetzt in eigenen Forschungsprojekten gerade den Zusammenhang zwischen Abwässern und Resistenzen wissenschaftlich erforschen, bearbeiten. Und ich bin überzeugt, dass gerade zum Thema Antibiotikaresistenzen auch die Verständigung auf mehr Standards gehören muss. Aber die Forderung haben Sie noch nicht erhoben oder innerhalb der EU dafür Druck gemacht? Wir diskutieren erstmalig unter den G20-Ländern dieses Thema. Die wollen keine Bevormundung, sondern wir wollen sie mitnehmen. Mit einem erhobenen Zeigefinger und jetzt macht mal, sonst kommt ihr nicht auf unseren Markt, werden wir das Problem nicht lösen. Das Problem ist ernst, das sagen alle. Doch wer es lösen soll, ist unklar. Und solange das so bleibt, werden deutsche Pharmahersteller in Indien weiter so produzieren lassen und offenbar dazu beitragen, dass Supererreger entstehen. Wir sollten fragen, wo werden unsere Medikamente produziert? Wer produziert und unter welchen Bedingungen? Es muss klar sein, dass es eine Bedrohung für uns ist. Wir müssen hingucken, welcher Kollateralschaden entsteht dort und dass wir dann auch Druck darauf ausüben, dass sich das ändert. Denn das kann man abstellen.